Captain Sharky, das Geheimnis der Schildkrötenkönigin. Als Captain Sharky und seine Mannschaft der Schildkröteninsel einen Besuch abstatten, werden sie plötzlich überfallen. Hilflos müssen sie zusehen, wie Captain Rufus und seine finstere Bande mit einem einzigen gezielten Kanonenschuss ihr Schiff versenken und ihre Freundin Easy, die kleine Schildkröte, entführen. Doch Chakai, die Königin aller Schildkröten, die seit Urzeiten auf der Insel lebt, kann ihnen helfen. Mit einem magischen Schiff. Ob es Sharky und seiner Crew damit gelingt, Captain Rufus zu stellen und Easy zu retten? Ach, es ist so langweilig. Mir fällt gar nichts ein, was ich machen könnte. Na, ich wüsste, was du tun könntest. Echt? Im Ernst? Ein Spiel? Nein. Ein Lied? Nein. Ein neues Abenteuer. Also das auf keinen Fall. Von Abenteuern habe ich die Nase voll. Na, aber dann bleibt ja gar nichts mehr übrig. Aber sicher doch, auf jeden Fall. Was denn? Na, die Kombüse sollte mal wieder geschrubbt werden. Das Gemüse fürs Essen muss geschält und gekocht. Ach, sowas. Das ist doch blöd. Das macht keinen Spaß. Dann lieber wieder ein neues Abenteuer. Oh, ich hab dir gerade gesagt, Abenteuer sind nicht Leute, streitet euch nicht. Wie ihr wisst, kommen unsere Abenteuer immer ganz von allein. Ohne Bestellung. Und sie haben immer Spaß gemacht. Was? Du hast im Gras gelacht? Spaß gemacht. Ist ja gut. Ich bin ja nicht schwerhörig. Also gut. Seid ihr bereit für ein neues Abenteuer? Ei, ei, Captain. Na dann. Alle Mann an die Plätze. Ratte, geh hoch zum Ausguck. Von da aus kannst du am besten sehen, wenn es was Interessantes zu entdecken gibt. Wenn es was zum Schlecken gibt? Also am liebsten schlecke ich Himbeereis. Zu entdecken gibt. Mann, Ratte, wasch dir mal die Ohren. Was? Du hast gefroren? Die Ohren. Ja, ja. Ich hab schon verstanden. Ratte, nimm am besten noch das Fernrohr mit. Ei, ei, Michi. Schau mal, Sharky, wie schnell Ratte die Takelage hochklettert. Wahnsinn. Nun, das kann ich auch. Echt? So schnell? Na klar. Na, dann mach mal. Ach, nö, jetzt gerade nicht. Warum denn nicht? Ach, weil ich habe gerade keine Lust. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt wohl. Blödsinn. Natürlich kann ich das genauso schnell. Quatsch mit Soße. Ich weiß, warum du es nicht machst. Weil du es nicht kannst. Darum. Sicher kann ich das. Na, dann beweis es mir. Puh, ich muss dir gar nichts beweisen. Wenn ich es dir sage, dann stimmt es auch. Aber Sharky, es ist doch gar nicht schlimm, wenn man nicht alles genauso gut kann wie seine Freunde. Im Gegenteil. Kein Mensch kann alles. Aber jeder kann was Besonderes. Keiner kann alles können. Niemand ist nur perfekt. Doch jeder hat was Besonderes und einmaliges, das in ihm steckt. Los, Ratte, hilf mir! Keiner kann alles können. Keiner kann alles können. Niemand ist nur perfekt. Niemand ist nur perfekt. Doch jeder hat was Besonderes.